Oh nein. Mach den da fertig. Cyrus hier. Moment, ich habe diesen Ultra Heal wieder da, ne? Ja, der hat zwar, der hat Cooldown, aber gefühlt auch nicht so viel. Alter, ist das? Einer unserer Aspiranten ist gefallen. Das ist doch nicht so kompliziert. Thaddeus meldet sich zum Dienst. Nochmal alle Rückzug. Das kriegen wir schon hin. Feind aufgespürt. In Position, Aspirant. Nimm deine Position ein, Bruder. So, jetzt leider kein Heal mehr, außer diesen hier. Ach, und die Sachen sind auch wieder ready. Das ist ja nicht so schlecht. Das ist der letzte Gegner, der hier noch rumkreucht. So, jetzt machen wir den hier wieder. Und machen die Fähigkeit und die Fähigkeit. Guck mal, wir haben noch eine Tarantel. Guck mal. Dein Bruder ist gefallen. Das ist sein Opfer nicht umsonst gewesen sein. Neue Befehle für und Marsch. Sei standhaft, Brüder. Kämpfen, wenn es der Verstand ist. Tod für den Feind. Ja, geil. Tapferkeit und Pflicht. So wird das ja nie was. In Position, Aspirant. In Position. Oh, da ist der Lebensbalken-Bug wieder da. Kann ich theoretisch von hier weit weg? Wir brauchen nur ein Wort. Der Feind hat uns in einen Nahkampf verwickelt. Wie? So. Durch uns fallen. Immer Cyrus, ne? Seinem Willen. Nein, Cyrus. Schnell weiter. Oh, Cyrus hat schon wieder alles verloren. Ah. Wir können Avitus wiederholen, wobei wir können erstmal ein bisschen fighten und dann Avitus wiederholen. Alter, dass Cyrus immer so schnell drauf geht, ist doch echt kacke. So, ist der Dämon da nicht mehr? Mal, der ist glaube ich wieder zurückgelaufen. Es gibt. Oh,
Hallo. Der Virus meldet sich zur Stelle. Ziel bestätigt. Sergeant Arthus ist außer Gefecht. Dann werden wir es erwähnen. Ja, kennen wir. Das Licht des Imperators ist mein Dienst ist noch nicht vorbei. Bam. So werden wir es machen. Ach, Arthus ist irgendwie wiedergekommen. Im Nahkampf gefangen. Ihr sollt auch schießen, so wie immer ihr immer schießt. Und ihr sollt nicht einfach nur stehen bleiben und nichts machen. Aber da kann auch nichts passieren, wenn natürlich die ganzen Leute nicht da sind. Scheiße, mein Hauptcharakter-Kommandeur ist tot. Aber UKIR ist auch fast tot. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Das nur, weil jetzt mein Hauptkommandeur tot ist. Dass ich jetzt verkacke. Feindliche Kämpfer auf dem Feld. Das wird so nicht laufen. Dann los. Dann wird jetzt Arthus kurz mal die Leute anführen. Ach so. Ach so, das ist nur so eine Flächenfähigkeit. Ja gut, das hat die jetzt ausge... Ja, löst dich doch nochmal aus. Hier ist nur niemand. Brüder, wir gehen. Na, Leute? Zum Feind vorrücken, Brüder. Und wieder zurück. Verstanden. Geh jetzt und wieder hin. In den Krieg. Wir kiten jetzt. Das. Solange bis wir die Wiederbelebungs. Oh, oder solange bis wir dahin können und der Typ uns jetzt erstmal ignoriert. Nehmt eure Stellungen ein. Macht die Rechtschaffenheit zu eurer Stärke. Und. Rückzug. Ja, ihr könnt aber doch schießen. Ja, das können wir ruhig machen. Nehmt eure Stellung ein. Ja, wir machen jetzt Kiting. Unser Kommandant ist gefallen. Oh ja, klar, logischerweise. Das wird nichts mit Kiten, wenn. Ja, gut, erstmal haben wir ein bisschen Ablenkung. Aber auch ohne Kommandant sollten wir das gut schaffen. Ausgezeichnet, Space Marines. Oh, der ist ja hier in der Ecke. Kampf, Bruder. Ihre Befehle. Töten. Dieser Sieg wird lange in den Ruhmeshallen geehrt werden. Sieg. Und das zählt. Wir bekommen nichts.
Und Cyrus ist fast Level 30. Blood Ravens, der Sieg ist unser! Sie haben die Black Legion aus dem Sektor vertrieben und den üblen Dämon verbannt, der uns verschlingen wollte. Aber eine noch schrecklichere Schlacht steht uns bevor. Unser Orden ist in der Hand eines Verrückten und eines Ketzers. Kyras, der der Größte von uns allen sein sollte, hat seine Seele an die Mächte des Chaos verkauft. Und wir werden als Abtrünnige und Verräter bezeichnet. Meine Brüder, dies kann nicht und darf nicht so stehen bleiben. Kommandant, Sie und Ihre Brüder sind in der Spirale der Korruption gefangen, die unseren Orden infiziert. Vor den Verführungen des Chaos sind Sie nicht standhaft geblieben. Sie haben dunkle und üble Methoden im Kampf gegen den Feind angewandt. Der einzig ehrenvolle Weg, der Ihnen bleibt, ist ein Kreuzzug der Absolution. Begeben Sie sich mit der Vergeltung in den Wirbel des Chaos. Dort werden Sie 100 Jahre lang die Feinde der Menschheit bekämpfen. Sie werden vom Orden verstoßen, bleiben ohne Unterstützung oder Verbündete. Sie werden für Ihre Sünden mit Blut bezahlen. Das Ihrer Feinde oder Ihr eigenes. Während Sie darum kämpfen, Ihre Ehre wiederherzustellen, werden wir die Waffen gegen Kyras und seine teuflischen Meister erheben. Lord Abaddon, es wird kommen, wie ich es versprach. Die Blood Ravens werden fallen. Was ist? Ach, das war das Ende! Pyrrhus-Sieg! Was? Pyrrhus? Irgendwas Russisches oder was? Keine Ahnung, zumindest ist es ein sehr, sehr stranges Ende, aber cool, dass sie darauf eingegangen sind, dass ich halt ziemlich korrupt geworden bin am Ende. Das finde ich ja geil, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Aber das Ende der Enden. Also es gibt ja noch, nach Chaos Arising gibt es ja noch Retribution, so ein Standalone-Add-on. Da könnte es vielleicht fortgesetzt werden. Wobei dann wahrscheinlich meine Sachen von wegen, dass ich korrupt bin, wahrscheinlich nicht übernommen werden. Ich lasse den Savegame mal da, denn ich werde jetzt nicht gleich da hinten ran Retribution aufnehmen. Aber ich werde das irgendwann auch noch machen. Und wenn man die Safe Games dann übernehmen kann, dann ist es doch ganz gut, wenn ich die dann trotzdem noch auf der Platte lasse. Aber das habe ich jetzt am wenigsten erwartet, dass jetzt schon Ende ist. Also jetzt, wo es richtig geil wurde, endet es. Na gut, wir haben das Spiel durch. Ich lese nochmal vor, was hier steht. Sie stehen abseits von Gabriel Angelos und seinen Anhängern. Sie sind zwar nicht verloren, haben aber schlimmere Sünden begangen, für die sie büßen müssen. Sie und ihre Brüder müssen sich auf einen jahrhundertlangen Kreuzzug der Strafe begeben. Geil. Ihr Sieg hat sie einen hohen Preis gekostet. Sie müssen für ihre Sünden büßen. Sie haben vorhin den Titel gewonnen. Champion der Exterminierung. 14 Tage habe ich gebraucht, um dieses Spiel durchzuspielen. Okay, alles klar. Mit 24.200 Punkten. Und ich bin zur Hälfte korrupt. So, jetzt kommen die Credits. Und, diesmal mit Ton. Darauf will ich nochmal eingehen, ja, dass ich bei der Hauptkampagne ja am Ende mit den Credits auch verkackt habe, dass der Ton dann nicht aufgenommen wurde. Das ist jetzt alles da. Jo. Und ja, das ist ganz schön, dass ich das jetzt durch habe. Das finde ich ganz gut. Weil dann kann ich mich nämlich jetzt auf andere Projekte konzentrieren, denn ich habe mir nämlich gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich da das schon mal angekündigt habe, aber ich glaube noch nicht. Und wenn doch, dann habe ich das schon mal gemacht, dass ich das nämlich alles ein bisschen runterdrosseln werde mit den 6
Projekten gleichzeitig, das will ich nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt erstmal dieses Projekt durchgepowert bis zum Ende. Damit ich mich jetzt auf das nächste konzentrieren kann, damit ich das erstmal durchpower. So soll das dann sein. Damit ich dann nicht so dieses, oh nein, ich habe da zu wenig Folgen, ich muss da jetzt nochmal was machen, oh nein, und da wieder, ne? Dass ich diesen Stress nicht habe. Das wird jetzt... Ja, und natürlich auch das, was ich am schlimmsten finde, ist einfach, dass wenn ich dann mich auf ein Spiel konzentriere und dann kommt das nächste, weil ich da wieder zu wenig Folgen habe, dass ich da wieder raus bin. Das ist natürlich auch kacke. Deswegen werde ich das ein bisschen runterschrauben. Das heißt also, dass jetzt nach Warhammer 40k Dawn of War 2 erstmal kein neues Projekt angefangen wird, sondern die, die jetzt laufen, erstmal weitergeführt werden, so wie es ist. Das heißt, da wird jetzt nichts Neues kommen. Das heißt, es werden jetzt statt 6 5 Projekte laufen. Und das wird so ein bisschen runtergedrosselt. Bei so manchen Spielen, ich glaube, bei 2 Projekten bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das Nachfolgeprojekt sofort danach starte. Aber zumindest bei dem bin ich mir hier sicher, dass jetzt 5 Projekte erstmal weiterlaufen. Und das ist ja durch. Und das ist ja auch kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei einem anderen Projekt und bei einem vielleicht in der Zukunft kommenden Projekt und natürlich bei irgendwann Warhammer 40k Dawn of War 2 Retribution.
sie hören. Du hast diesen Krieg schon verloren, bevor du ihn begonnen hast, Narr. Primäre Bedrohung gesichtet. Rücken in Position vor. Neutralisieren. In Deckung! Greift von oben an, Brüder! Dieser Planet gehört Ihnen.